So, und damit herzlich willkommen wieder mal zu einer kleinen Runde Way of the Hunter. Ja, heute spielen wir das schwere Jagdspiel und ich habe Bock, wieder mal eine Runde reinzuschauen. Beim nächsten Mal wieder dann Call of the Wild. Ihr kennt den Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und damit, let's go. Gehen wir ganz entspannt rein heute. Ich habe, was habe ich alles dabei? Das Gerät auf jeden Fall für größere Tiere. Und eine Schrot, glaube ich, für Federvieh. Ausgewachsenes Männchen. Hier ist ja viel los. Drei Sterne. Ja. Nehmen wir einen Fasan mit, oder? Ich glaube schon. Komm, wir nehmen den mit. Was soll's? Falsche Waffe? Wenn er jetzt hinter diesem Stein wieder vorkommt. Der Fasan. Da ist er. Jetzt bist du dran. Ja, er sieht mich. Und bam! Raus mit dir. Sehr schön. Sammeln wir mal den Burschen auch gleich. Oh, da hinten ist was abgehauen. Sammeln wir den Burschen auch gleich mal ein. So, der wollte nämlich gerade losfliegen und hat komplett die Breitseite bekommen von mir. Schön. Und 52,24% genetisches Potenzial. Zwei Sterne. Der musste raus. Top. Da ist einer, der ist ausgewachsen und hat einen Stern. Das ist ja eigentlich, also der hat dann im Prinzip eine sehr schlechte Genetik. Das heißt, den müssen wir auf jeden Fall rauskicken aus der Herde, damit die Herde genetisch einfach besser dasteht. Und das werde ich jetzt auch mal tun. Ich nehme jetzt erstmal mein Gewehr raus. Achso, wir nullen auf 150 Meter und versuchen mal das Herz zu treffen. Das sah sehr gut aus. Das sah wirklich sehr, sehr gut aus. Da ist er. Da ist er, der kleine Weißwildhirsch. Der da liegt in seiner blutigen Lache. Linker, rechter Lungenflügel, doch kein Herztreffer. Schade. Aber dafür ging die Kugel gut durch. Top. Und Jagdwertung 5 von 5 Sternen. Genetisches Potenzial 17,85. Der musste auf jeden Fall raus. Ein Stern-Trophäe. Top. Sehr gut. Oh ja. Oh ja. Weißwedel, männliches Röhren. Alter, röpst der hier durch die Gegend. Das gibt's ja gar nicht. Also den Erwachsenen könnten wir ruhig schon mal mit rausnehmen. Das ist ein Jungtier. Und halt auch schon wieder 90 Meter entfernt. Aber der steht da ja recht gut. Jetzt nehmen wir den raus. Laden Sie bitte nach. So, wo ist er hin? Er steht da. Geh mal, nimm mal deinen Kopf hoch. Nimm mal deinen Kopf hoch. Ich muss auf 100 Meter nullen. Nimm mal deinen Kopf hoch, bitte. Oder ich schieße dich so. Ich würde gerne, dass du mich anschaust dabei. Ich würde gerne die Angst in deinem Gesicht sehen. Komm schon. Komm, schau mich an. Komm schon, schau mich an. Nimm deinen Kopf hoch. Ja, sehr gut. Erwischt. Aber es war die gleiche Gruppe wie eben, wo wir schon den Ausgewachsenen mit einem Stern rausgeschossen haben. Es war die gleiche Gruppe. So, da liegt er, der Hübsche.
So, schön. Rechter Lungenflügel. Oh, wir sind ein bisschen über der empfohlenen Aufprallenergie. Ich hoffe, wir trotzdem noch eine Jagdwertung von 5 Sternen haben. Sehr gut. Sehr gut. 51,42. Naja, gut, der hätte vielleicht noch einen zweiten Stern bekommen können, wenn er dann ausgewachsen gewesen wäre. Aber, okay. Er ist okay. Das ist Herdenpflege, ne? Das ist Herdenpflege, meine Freunde. Weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber es soll ja eine neue Map rauskommen. Für Way of the Hunter, die in Alaska spielt. Mal sehen, ich habe da auf jeden Fall richtig, richtig Bock drauf. Sollen auch ein paar neue Tiere dabei sein und so. Das wäre schon nice. Alaska klingt gut. Wir haben einen amerikanischen Dachs da drüben, ausgewachsen 3 Sterne. Ich habe leider nicht die richtige Knarre dafür dabei. Und er liegt auch... er liegt außerhalb des Gebiets, wo wir den mit 3 Sternen schießen sollen. Schade. Das ist ein Jungtier. Das ist ein Weibchen ausgewachsen. Wir müssen mal gucken hier. Ich hoffe, die sind nicht alle über dem Kamm, aber da vorne sehe ich ein Geweih. Ohne sich ein Geweih. Der ist erwachsen und hat einen Stern. Na, ist jetzt nicht die große Ausbeute hier. Was mit ihm hier? Oh mein Gott, ausgewachsen 5 Sterne. Mein Gott. Oh, das ist ein perfekter Maultierhirsch. Ausgewachsen 5 Sterne. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst, Leute. Der ist perfekt einfach. Er ist einfach perfekt. Ich will, dass er sich ein bisschen bewegt. Er muss ein bisschen rauskommen da. 175 Meter. Oh mein Gott, den darf ich nicht verkacken. Den darf ich nicht verkacken. Und er steht in einem Busch. Er steht in einem Busch. Oh mein Gott. 5 Sterne. Wenn er noch ein Stück nach vorne geht. Bitte nicht drehen und weggehen, sondern ein Stück nach vorne noch. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Hör auf, dich zu drehen. Bleib hier. Bleib hier. Bleib hier. Bleib stehen. Diggi. Oh, Diggi. Jetzt ist noch nichts alarmiert da unten. Noch jetzt. Ist der erste alarmiert. Ich weiß halt nicht, wo er ist. Da ist er! Da ist er. Seht ihr dieses Geweih? Das ist er. Wie das dann nochmal hochsteht. Ja, ja, ja. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Sehr gut. Sehr gut. 5 Sterne Maultierhirsch. Das ist mein erstes wirkliches großes Tier mit 5 Sternen. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Dieses Geweih, es ist einfach riesig. Sehr gut. Sehr gut. Linker Lungenflügel. Ich hoffe, die Aufprallenergie hat noch so gepasst, aber ich glaube schon. Glaube schon. Jagdwertung 5 von 5 Sternen. Trophäenwertung 5 von 5 Sternen. Nice, besser geht's nicht. Potenzial 97,91. Mega geil, mega geil. Schaut ihn euch an. Ein Prachtexemplar. So ein richtiger, schöner Bock. Top. Freu mich. Nein. Ich wollte den noch hier einbalsamieren. Ihr wisst, was ich meine, Mann. Ausstellen. Ausstopfen. Hab auf Verkaufen geklickt. Scheiße. Kann man in diesem Spiel jetzt... Kann ich da nochmal... Mann! Komm ich da irgendwie nochmal ran? Ich muss mal kurz gucken. Leider nur ein Maultierhirsch dabei mit 4 Sternen. Weiß das jemand im Chat zufällig? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn ich ihn verkauft habe, habe ich ihn verkauft. Oh, nee. Boah, das nervt. Ich habe einen geschossen, aber ich habe es versaut. Ich habe es hart versaut. Ist zwar nur erwachsen, nicht ausgewachsen, aber er hat auch nur einen Stern. Darum nehmen wir ihn raus. Wir müssen nur noch auf 100 Meter nullen und dann geht's los. Okay, okay, okay. Den Schuss hat er überlebt. Also der ist auf jeden Fall rosa mittlere Menge. Ja, na dann laufen wir mal hinterher. Da liegt er doch. Der gute Bock. So, Maultierhirsch. Ein Stern erwachsen. Gut getroffen, linker Lungenflügel. War zwar nicht gleich tot, aber... 60,61. Also er hätte auf jeden Fall noch einen zweiten Stern bekommen. Mindestens, wenn er ausgewachsen gewesen wäre. Da vorne ist er. Yeah. Ein Stern erwachsen. Bist du alleine, Diggi? Oder hast du da noch eine Gruppe? Eigentlich könnte ich bedenkenlos auf ihn schießen. Ich würde gerne nochmal, dass er aufsteht. Also, dass er zumindest alarmiert ist. Sich umsieht und aufsteht. Da wird sicherlich noch eine, da wird eine ganze Gruppe hinterstecken. Aber ein Stern erwachsen können wir auf jeden Fall rausnehmen. So, 100 Meter. Und... Peng! So. Verfolgen wir ihn mal. Ja, der hat schon keinen Bock mehr. Ich sehe das. Wir waren auch noch Weißwedel. In dem Maultierhirsch, glaube ich. Also hier wird so ziemlich alles unterwegs. Oh. Und mein Bock ist wieder aufgestanden. Er rennt wieder. Bleib doch hier. Ah, jetzt liegt er. Jetzt bleibt er da liegen, glaube ich. Wie immer. So, schönes Tier. Mal sehen, wo ich ihn getroffen habe. Hauptschlagader. Ah ja, ich habe direkt die Hauptschlagader durchbohrt. Schön. Und linker Lungenflügel. Deswegen hat er auch so tröpfchenweise geblutet. Also, die Spur war ja fast durchgehend jetzt zum Schluss.
Er hat tatsächlich ein Potenzial von 68,9. Hat aber nur einen Stern, Trophäenwertung. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass 68,9, dass das mindestens 2 Sterne wären. Aber er ist erwachsen. Verstehe ich wieder nicht. Aber egal, wir haben ihn geschossen. Herdenpflege macht Sinn. Weg damit. Aber irgendwie ist nur er da, ne? Wo ist der Rest? Wo ist der Rest deiner Klicker? Der scheint mich auch gar nicht zu sehen. Der scheint mich nicht zu bemerken. Krass. Ist jetzt schon auf 70 Meter ran, ja. Kommt halt auch immer näher. Aber kein anderes Tier in der Nähe. Ich glaube, so nah war ich noch nicht. War ich noch nicht an einem Weißwedelhirsch dran. Und das ist in diesem Spiel nicht. Er ist noch nicht alarmiert. Es sind nur noch 35 Meter. Ich bin einfach unsichtbar für Weißwedelhirsche. Ich hab dich erwischt, mein Kleiner. Dich erwischt. Ja, away over the Aufprall-Energie, die empfohlen wird. Aber schön ins Herz, linker, rechter Lungenflügel. Ja, der hatte ein genetisches Potenzial von 22,24, also er musste sowieso raus. Kein Ding, aber hat ein Stern, ist ein Jungtier. Aber immer noch Jagdwertung 5 Sterne. Schön. So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Way of the Hunter. Wir haben heute auf jeden Fall sehr erfolgreich gejagt. Maultierhirsch, 5 Sterne. Leider habe ich es verpasst, auf Ausstopfen zu klicken und habe ihn verkauft. Das heißt, ich habe keine Trophäe davon. Sehr, sehr schade. Aber ich habe einen 5-Sterner geschossen und die Erfahrung war es auf jeden Fall wert. Das war super. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.